So, inzwischen habe ich an den Sternen ein bisschen rumgespielt, damit die ein bisschen interessanter aussehen. Wahrscheinlich immer noch zu viel, zu übertrieben. Da kann man dann dran rumspielen. Und was auf jeden Fall auffällt, ist, dass dieser Lichtfleck hier zu deutlich ist. Also wähle ich die Erde an und gehe auf diesen Wert, Specular, und gehe mal auf diesen Wert, Hardness. Mache ich den mal kleiner, nicht zu klein. Bisschen kleiner. Ich vergleiche es wieder. Das war Bild 4, also klicke ich auf 5 und habe es schon ein bisschen weiter verbreitet. Können wir ruhig noch runtergehen. Gehen wir mal auf 20. Es ist einfach zu viel. Es ist viel zu viel. Hier kann man natürlich noch viel rumtricksen, weil es natürlich je nachdem, wo das Licht auftrifft, anders ausschaut. Okay, auf jeden Fall besser als davor. Aber da ist sicherlich noch Arbeit, die man dran tun muss. Schauen wir mal kurz, wenn wir nach hinten gehen, wie es hier ausschaut. Übertrieben, zu viel. Muss auf jeden Fall ein bisschen geändert werden. Den Wert sollte ich nicht ändern. Einfach noch runtergehen. Notfalls vielleicht auch die Sonne noch wieder ein bisschen dunkler machen. Da kann man noch viel dran rumprobieren, wie es einem gefällt. Gut, letzte Sache. Jetzt lösche ich mal hier nochmal die Keyframes. Ich wähle sie an mit A und lösche sie. Ich will, dass die Erde wirklich um die Sonne sich bewegt. Da muss ich natürlich aufpassen. Dann muss ich wieder ein bisschen auf die Größenverhältnisse achten. Sonst wird es gleich sehr unrealistisch. Ein ganz einfacher Trick. Wir kennen es ja eigentlich schon. Ich füge wieder, den setze ich mal auf den Nullpunkt. Ich füge wieder ein Objekt hinzu. In diesem Fall ist es ein Kreis. Den machen wir mit S größer, sodass er genau in der Erde drin ist. Und jetzt lege ich die Erde hier auf diesen Kreis, drücke also mit der rechten Maustaste die Erde an und mit der rechten Maustaste Shift gedrückt diesen Kreis und gehe wieder mit Steuerung und T, füge ich diese beiden zusammen und jetzt sehe ich schon, wenn ich den Kreis bewege, falsche Taste, Steuerung und P, Parent to Object. Wenn ich diesen Kreis bewege, dann bewegt sich die Erde mit in der Umlaufbahn. Jetzt sehen wir schon das Problem an unserer Sonne. Die ist jetzt natürlich viel zu klein. Die Erde ist größer als die Sonne, aber das kann man natürlich relativ leicht ändern, wenn man eben das eine Objekt kleiner macht und das andere dafür dementsprechend größer. Muss ich aufpassen, dass ich wirklich die Sonne hier habe. Also das ist natürlich schon realistischer mit allen Nachteilen. Da sollte man aufpassen, bevor man da irgendwelche Sachen ändert. Mit Steuerung Z kann man natürlich alles wieder zurückmachen. Also machen wir es wieder wie am Anfang. Und dann passt die ganze Geschichte schon besser. Nochmal hier der Trick, so einen Zirkel, also einen Kreis einzufügen. Und mit Erde gedrückt, Kreis gedrückt, auf Steuerung P drücken. Und dann folgt diese Erde dem Kreis. Wenn ich jetzt natürlich den Kreis nehme und hier rüber schiebe, folgt die Erde auch, das will ich nicht. Und hier kann ich auch wieder Keyframes setzen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich will am Anfang, soll die Erde hier sein, setze also ein Keyframe auf Rotation und bei Bild 200 soll die Erde hier sein, hier Rotation. Und jetzt macht die Erde das auch. Jetzt folgt sie hier der ganzen Geschichte. Ich sehe sie teilweise von oben, bis sie dann hier drüben ist. Animieren das Ganze, muss ich aufpassen, darf ich auf keinen Fall hier drauf drücken, bevor ich nicht das richtige Verzeichnis auswähle. Sonst stürzt das Programm ab. Dann viel Spaß damit.